Heute soll es ja aber immerhin mal richtig heiß werden, wenn das Wetter schon nicht so wirklich mitspielt im Sommer 2016. Schön, wenn man da frei hat, aber im warmen Großraumbüro oder nachts im Bett will man diese Temperaturen ja auch nicht haben. Was kannst du machen? Du kannst natürlich irgendwelche Klimaanlagen einbauen, ist eine teure Sache. Leichter geht's, einfach einen Ventilator aufstellen. Da gibt es unfassbare Unterschiede. Ein günstiger gibt es schon für 25 Euro. Es gibt aber auch ganz teure Designobjekte, die kosten 430 Euro. Wissen wir, weil wir sie alle eingekauft haben. Ja, und eine Reporterin von uns hat genau die mal für uns alle getestet. Jetzt wird Sommer und ich teste heute Ventilatoren. Ich habe hier einmal den klassischen Standventilator für 25 Euro, dann den Turmventilator, den gibt es für 65 Euro und dann ein absolutes Designerstück für 430 Euro. Wir wollen es den Geräten aber nicht ganz so leicht machen und deshalb wird es jetzt erstmal richtig heiß. Unsere Reporterin wärmt sich noch mal ordentlich auf. Sit-Ups, Kniebeugen und Hanteltraining sollen sie zum Schwitzen bringen. Und weder der Fächer noch der Kopf in den Kühlschrank sind die Dauerlösung. Ich teste jetzt den Standventilator und das ist ein bisschen mühevoll, den zusammenzubauen. Der 25-Euro-Ventilator besteht aus vielen Einzelteilen. Erst nach 15 Minuten Aufbauzeit kann es losgehen. Der Ventilator hat drei Stufen und wir wollen jetzt die volle Abkühlung. Das fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an. Schön erfrischend. Ich teste jetzt mal, wie laut das Ganze ist. 83,7 Dezibel, so laut wie ein Telefonklingeln. Doch jetzt kommt der Windradtest. Drei Windräder werden in unterschiedlichen Abständen zum Ventilator aufgestellt. Und welches Rädchen bringt der günstige Ventilator zum Drehen? Das blaue Rädchen dreht sich schon recht schnell. Und auch das rote Rädchen fängt an, sich zu drehen. Und ganz leicht dreht sich auch das gelbe. Also da kommt schon ein Hauch Luft an. Das Fazit zum günstigen Standventilator für 25 Euro. Die Wirkung ist gut, aber leider ist er für ruhige Nächte zu laut. Der Turmventilator. Mit 65 Euro liegt dieses Gerät in der mittleren Preiskategorie. Jetzt wird es erstmal wieder heiß. Gleiche Startbedingung für alle Geräte. Sieht stylisch aus, kostet fast dreifach so viel. Aber kühlt er besser? Der Aufbau ist unkompliziert. Innerhalb von 2 Minuten kann es losgehen. An. Also da kommt jetzt bei der ersten Stufe irgendwie nicht so viel an. Ich habe das Gefühl, ich merke das gar nicht. Meine Haare wehen auch gar nicht. Luft, hier kommt einfach nichts an. Beim Turmventilator gibt es 3 Stufen und verschiedene Gebläsemodi. Außerdem hat er eine Schwenkfunktion, so wie die beiden anderen Geräte auch. Ich habe das Gefühl, dass bei mir weniger Luft ankommt als gerade bei dem Standventilator. Die Lautstärke 96,3 Dezibel, sogar lauter als der günstige Ventilator. Und wie schneidet der Turmventilator beim Windrädertest ab? Um fair zu sein, mache ich alle Geräte auf die höchste Stufe. Ja, das rote dreht sich recht schnell, das ist okay. Das gelbe auch, aber das blaue bewegt sich einfach überhaupt nicht. Der Radius des Turmventilators ist nicht groß genug. Der Turmventilator hat nur 2 Windräder zum Drehen gebracht und auch ich habe mich nicht ganz so gut abgekühlt gefühlt von ihm. Aber dafür ging der Aufbau recht fix. Jetzt wird es wieder heiß. Sit-Ups, Kniebeuge und Hanteltraining bringen unsere Reporterin ins Schwitzen. Beim teuren Designventilator für 430 Euro befindet sich das Gebläse im Fuß. Das ist wirklich einfach im Zusammenbau, weil nämlich hier immer so Nummern stehen und man dann das einfach so einklicken muss. Also sehr frauenfreundlich. Bei diesem Ventilator strömt die Luft aus dem Ring. Das soll für einen starken und regelmäßigen Luftstrom sorgen. Hier gibt es insgesamt 10 Stufen. Ich finde es total angenehm, weil ich das Gefühl habe, dass die Luft anders bei mir ankommt. Meine Haare wehen auch. Es ist einfach so eine sanfte Brise. Die Lautstärke? 66,3 Dezibel. Viel leiser als die beiden anderen Geräte. Bei dieser Lautstärke könnte ich mir definitiv vorstellen, schlafen zu können. Beim Windradtest soll der Designventilator zeigen, wie stark seine Kühlung im Raum ankommt.
Also das gelbe Windrädchen, das dreht sich richtig schnell. So schnell hat sich das überhaupt noch nicht bewegt heute. Die Luft kommt überall gut an. Alle Windrädchen drehen sich richtig schnell. Der Ventilator für 430 Euro liefert ein deutliches Ergebnis. Der teure Designventilator hat mich überzeugt. Die Luft kommt hier aus diesem Ring heraus und das führt dazu, dass sich alle Windräder sehr, sehr schnell gedreht haben. Und auch der Zusammenbau ist sehr unkompliziert und einfach. Der Turmventilator hat am wenigsten überzeugt. Am besten gekühlt hat das Designerstück für 430 Euro. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist allerdings beim günstigen Standventilator besser. Deshalb würde ich zu dem greifen. Für wirklich ruhigere Nächte mit einer kühlen Brise muss man allerdings tiefer in den Geldbeutel greifen. Die wundervolle Veronika!